Ein herzliches Hallo zum neuen Video. Lange ist es her, habe jetzt über 2 Monate kein Video mehr gebracht. Hatte vielerlei Gründe, musste mal sein, ist halt leider so. Vorneweg möchte ich mal sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Cupra, vom gesamten Unternehmen, muss ich sagen. Ich liebe mein Auto und ich liebe auch die Marke, aber ich habe mich jetzt in den 3 Jahren, wo ich YouTube mache, so oft bemüht, mal Kontakt mit denen aufzunehmen, dass man mal auch gewisse Sachen, wie gesagt, jetzt gerade beim Facelift oder einfach ein bisschen mehr Input bekommt, wie es ja anderen teilweise auch die Chance gegeben wird. Natürlich, bin ja auch nicht doof, haben die anderen auch eine viel größere Reichweite als ich. Das da ist ja ganz klar. Aber ich bin ja nun doch jemand, der sich schon sehr, sehr, sehr mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, ich bin mit im deutschsprachigen Raum der Einzige, der so intensiv über den Formentor Videos macht. Ja. Und finde ich ein bisschen schade, dass man da wirklich, ich habe alles versucht, mehrmals schriftlich per E-Mail, Brief hier in Sigau geschrieben, angerufen. Man wurde ständig vertröstet. Und das ist eigentlich das, was mir so auf den Keks geht. Man wird ständig vertröstet. Ja. Man kümmert sich, man meldet sich, es meldet sich niemand. Ich hatte schon auch schon mit etwas höheren Herrschaften auf Events Kontakt bei Cupra und die haben mir auch so viel versprochen und da hat sich leider gar keiner an sein Wort gehalten und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich schade und da bin ich schwer enttäuscht, aber gut, so ist es, muss jeder selber wissen, was er mit seinem Publikum bzw. mit seiner Fangemeinde macht und so ist es. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, finde ich sehr schade und naja, gut. So, und jetzt zum Facelift. Viele haben mich ja gefragt in der Gruppe und auch so angeschrieben, was hältst du vom Facelift? Und dazu will ich heute mal ein bisschen meine Meinung zu abgeben. Es wurde jetzt das Facelift vorgestellt und in Madrid war die Show, es war eine Live-Übertragung und zu der Live-Übertragung möchte ich so viel sagen. Sie war etwas, ich weiß nicht, die Live-Acts, die es da gab, die Musiker. Ja, man möchte halt eine junge Marke darstellen, aber weiß ich nicht. Also da gibt es andere Präsentationen, die wesentlich schöner sind, gelungener, die auch ein junges Publikum anspringen. Aber gut, ist leider so. Dann fand ich, die Infos an sich, die es gab, waren etwas dünn. Also man hat zwar die Autos da mal rein und rausgefahren und im Kreis gefahren. Ich muss eh sagen, der Cupra Leon ist da etwas mehr da seine Runden gedreht, im Gegensatz zum Formentor, da war jetzt nicht so viel Action. Man hat sich am Anfang sehr viel selbst beweihräuchert, wie toll man doch ist und was man aus der Marke gemacht hat und wie das alles zustande gekommen ist und wie viele Cupra Formentor man verkauft hat. Und so weiter, welchen Markt man jetzt ansprechen will und so weiter. Auch Aussicht gegeben in zukünftige Projekte und so. Also es war, man kann sagen, 50% der Show war Selbstbeweihräucherung und wie toll alles läuft und wie toll alles ist. Und dann hat man so kurz den Formentor vorgestellt mit sehr wenig Infos. Also da muss man ehrlich sagen, da waren dann die Videos, die dann eben meine YouTube-Kollegen zeitgleich dann veröffentlicht haben, waren da sehr viel informativer als die eigentliche Präsentation. Gut. Und danach hat man noch den Cupra Leon vorgestellt, wo ich ehrlich sagen muss, der ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so gut gelungen, weil da wirkt der Grill, die Öffnung noch viel brachialer, noch viel, es passt einfach nicht zum Rest. Und ganz schlimm, schaut mal die Anordnung der Nebelscheinwerfer. Als wäre das Auto fertig designt gewesen und da hat man gedacht, verdammt, wohin mit den Nebelscheinwerfern? Da hat man in diese Öffnung da wirklich meiner Meinung nach schlecht hineingesetzt. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wo man sich so ein bisschen drauf ausruht oder wo man ein bisschen sagt, das ist das Highlight, zum einen das beleuchtete Emblem auf dem Kofferraumdeckel, ja, und auch dieses Lichtdesign, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt das Aushängeschild ist, aber gut, wem es gefällt. Ich hätte das beleuchtete Logo jetzt nicht gebraucht, die Animation, die man dazu sieht, die sieht natürlich schon cool aus, aber ja, ist jetzt okay, ja, also schlecht ist nicht. Das Auto sieht doch wesentlich besser von hinten aus als von vorne, meiner Meinung nach. Auch hinten mit diesen ausgestellten Katzenaugen, nenne ich sie nochmal. Schön, ja. Und dann halt die Front. Und bei der Front, ich weiß nicht, also es ist so
schwierig, ja. Das Lichtdesign gefällt mir gut, ja. Das war aber auch längst überfällig, weil es hat sich nicht vom Rest abgehoben. Ja, die aktuellen Scheinwerfer, das ist Durchschnitt und das ist dem Auto nicht gerecht geworden. Das jetzt wiederum schon, ja. Die Dreiecke und so, das gefällt mir sehr gut. Aber dann der ganze Kühlergrill, die Öffnung, diese Stufe unter der Motorhaube nochmal. Dass das Logo jetzt oben direkt aufgesetzt ist, ist cool, ja. Aber die Front, also die Front macht nicht mehr das, was das aktuelle Auto ist, ja. Und das ist nämlich auch das so ein bisschen, was mich stört. Das aktuelle Auto, das ist, da merkt man, da hat man sehr viel Liebe reingesteckt, da hat man sehr viel Design gemacht, da ist man auch einen mutigen Schritt gegangen, um da wirklich die Leute anzusprechen, ja. Und jetzt, das ist so, ja, man merkt, man hat vorne und hinten was geändert, aber der Rest am Auto ist so geblieben und irgendwie, es passt für mich nicht, es ist kein rundes Auto mehr für mich, ja. Aber, wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Auch das Felgendesign, ich weiß nicht, es wirkt alles nicht so. Was ich schade finde, dass auch keine Schweller angepasst worden sind. Die Schweller finde ich etwas mau für ein VZ-Modell. Genau da hätte man ein bisschen ansetzen können, wo wir auch wieder beim Thema sind, dass sich die einzelnen Modelle eigentlich optisch stark unterscheiden. Also wenn ich jetzt den stärksten anscheinend mit 333 PS nehme oder den mit 150 PS, man würde es maximal noch an den Bremsen sehen und theoretisch an den Felgen, aber auch die könnte ich ja am Zubehör mir hinkaufen, ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Also wenn ich schon den stärksten hätte, dann hätte ich da schon etwas mehr erwartet, wie beim VZ5. Genau kann man ja noch nicht sagen, ob da noch was kommt. Ich befürchte es aber nicht. Wo sie gelernt haben, ist hoffentlich, so sieht es zumindest aus, um die Umrandungen und den Rathäusern am Schweller vorne und hinten, dass die jetzt eben dieses Satin schwarz haben und nicht mehr dieses Grau. Ich hoffe, das bleibt auch so und das ist auch so. Da hat man wirklich gelernt. Und ja, aber wie gesagt, das Auto, ich kann, also wo ich es das erste Mal gesehen habe, ich war nicht so überzeugt, wie ich damals meinen aktuellen Formentor gesehen habe. Also holt mich nicht ganz ab, finde ich persönlich etwas schade. Aber gut, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Fangen wir mal an, die Infos, die ich habe. Es gibt natürlich Benziner, es gibt Hybridfahrzeuge, Milchhybrid und Diesel. Da hat sie jetzt in der Form, kam jetzt der Milchhybrid dazu. Es gibt die aktuellen Hybrid, Plug-in-Hybrid-Varianten aus dem VW-Konzern. Auch das war jetzt längst überfällig, dass man da was macht. Wir haben von 150 PS bis 333. Einen VZ5 wird es nicht mehr geben. So viel steht fest. Der kleinste, der 1,5 Liter mit 150 PS, gibt es wieder als Handschalter, optional auch als Hybrid mit eher so als 48 Volt Bordnetz. Das ist ja einer meiner Lieblingsmotoren, wenn man viel Strecke fährt, wenn man kein Heizer ist. Der Motor, der macht richtig Spaß, weil du kannst das Auto so flott unten raus bewegen. Also wirklich, wenn ihr überlegt, den 150 PS Mild Hybrid oder den 204 PS 2 Liter mit Allrad, probiert mal den 150 PS. Sparsamer und spritziger. Definitiv. Ja. Lässt sich super fahren. Ich bin im Leon damals gefahren und da hat man nicht viel geändert. Also wie gesagt, da gerne mal schauen. Dann haben wir natürlich auch den Diesel mit 150 PS. Da hat sich nichts geändert. Ist der 2 Liter Diesel, 150 PS, 7-Gang DSG. Ich denke auch, als Allrad wird es den geben. Und dann geht es schon weiter mit den VZ-Modellen. Da haben wir einmal 265 PS Benziner und den stärksten eben, den mit 333 PS, gerade aktuell Audi S3 oder Golf 8R Performance. Und die VZ-Modelle haben dann einen Torque-Splitter an der Hinterachse, also Torque-Vectoring. Das heißt, die Kraft kann an die einzelnen Hinterräder verteilt werden und dadurch, ja, kannst du quasi im Driftmodus fahren. Wie wir aber alle wissen aus dem Konzern, ist das so, ja, ist kein richtiger Driftmodus. Der macht beim VZ5 macht das noch ein bisschen mehr Spaß, aber es ist halt so ein künstlicher Driftmodus und das merkst du einfach. Also, ja, es ist cool, aber es ist nicht am Ende die Erneuerung, ja. Und die VZ-Modelle können optional mit der Acarbolo-Bremse vom VZ5 bestellt werden.
Die sind 380 mm groß, 6 Kolben und die Bremse funktioniert wesentlich, wesentlich besser wie die aktuelle Brembo-Bremse. Und schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Zu den Hybridmodellen, es bleibt weiterhin beim 204 PS Hybrid und den 272 PS, der ist jetzt dazugekommen. Vorher hatte der 245 oder 272 PS mit 1,5 Liter TSSI-Motor. Und da kann man jetzt optional die 370 mm Brembo-Bremse, wie man sie jetzt gerade bei den VZ-Modellen bestellen kann, dazu bestellen. Davon würde ich aber abraten, weil die Bremse lebt von der Performance und die bringt eben wieder Nachteile mit sich. Und dazu habe ich schon zig Videos gemacht. Kann ich nicht empfehlen. Lasst sie weg. Bei dem Auto braucht man sie nicht. Beim Hybrid sei noch dazu gesagt, dass die Reichweite auf über 100 Kilometer rein elektrisch steigen soll. Dazu muss man auch wieder sagen, im Winter natürlich nicht. Im Winter sind wir aktuell zwischen 30 und 40 Kilometer. Das wird jetzt so zwischen 60 und 70 Kilometer sein. Und im Sommer sind wir aktuell zwischen 60 und 70 und soll eben auf ca. 100 Kilometer steigen. Ich habe schon VW-Modelle gesehen, da waren es auch schon mal 110 Kilometer. Dann kann man noch sagen, zum Innenraum 12,9 Zoll Infotainment-Display, wie aus dem Golf 8 Facelift. Bekannte Geschichte. Ist ein solides Infotainment-System, wesentlich schneller, muss man sagen. Was man aber auch wieder sagen muss, ist einfach so, könnt ihr euch mal schlau machen, durchstöbert mal diverse Foren. Läuft aktuell auch nicht fehlerfrei, so viel sei gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt alle Probleme löst. Auch dort gibt es noch Abstürze, die üblichen Geschichten, ja. Gut, muss man mal sehen, auf jeden Fall etwas größer und auf jeden Fall performanter, aber immer noch anscheinend mit Softwarefehlern. Dann 15 Watt Schnellladen induktiv, so wie das aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass man das Plug-and-Play tauschen kann zum aktuellen Formmotor. Das muss man sich dann mal anschauen, wenn die Autos verfügbar sind, dann muss man mal ein paar Teile vergleichen. Aber eben 15 Watt Schnellladen mit Lüftung. Aktuell sind es ja nur 5 Watt ohne Lüften. Das Handy wird eher warm. Akkus gehen teilweise kaputt. Also kann man eigentlich vergessen. Ich habe ja da selbst meine Lösung gebaut. Und ich für meinen Teil bin mit der zufrieden. Aber es ist keine Option, die ich euch anbieten kann. Deswegen wird es da nichts Großes mehr geben. Von meiner Seite aus, also wie gesagt, einfach mal selber sich schlau machen. Dann gibt es ungefähr, man sagt mal drei Ausstattungsvarianten, eine Cup-Ausstattung, eine Ökotex, wo fast alles Recycling ist und eine Stoffvariante beim Innenraum, aber da unterscheiden sich eigentlich nur die Bezüge und die Sitze und aber sonst im Innenraum nichts. Auch da sind wir wieder beim Thema, ob ich jetzt den 1,5 Liter habe oder den 333 PS 2 Liter, der Innenraum bleibt theoretisch identisch, es werden wieder die zwei Knöpfchen am Lenkrad fehlen und das war's dann auch. Ja, auch da finde ich schade, dass man im Innenraum einfach nicht diesen Mehrwert hat. Wenn ich schon das größte Modell nehme zum kleinsten, es ändert sich leider nichts. Es hat sich leider auch nichts am Lenkrad geändert. Ich finde das Lenkrad toll, ich bin auch froh, dass es keine Touchknöpfe geworden sind, aber man hätte es schon noch mal am Design oder irgendwas, aber das Lenkrad ist 1:1 identisch geblieben, finde ich persönlich schade. Dann leider keine ambiente Beleuchtung hinten. Finde ich schade, weil mittlerweile auch andere aus dem Konzern nachgezogen sind. Brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Skoda ist da ganz anders aufgestellt und immer noch keine ambiente Beleuchtung hinten. Gut. Ist halt ein junges Publikum, die haben halt noch hinten keinen auf der Rücksitzbank. Wahrscheinlich tut man das so interpretieren. Apropos Rücksitzbank, auch kein Keyless Go. Hinten an den hinteren Türen, auch wieder nur an den vorderen Türen. Wie gesagt, mich nervt es ständig. Du willst, dass dein Sohn einsteigt, willst die Tür aufmachen, musst aber erst an deiner Tür ziehen, dass hinten aufgeht. Du willst es auf die Rücksitzbank legen, du musst erst an der Fahrertür ziehen, dass du die hintere Tür öffnen kannst. Warum? Es geht ja. Es ist ja im Konzern nicht unmöglich. Aber gut, man legt da anscheinend nicht so viel Wert auf die hinteren Sitzplätze. Was auch schade ist, keine neuen Assistenzsysteme, beziehungsweise man hat nichts verbessert. Auch das schade, ich denke, das Einzige, was dazugekommen ist, ist diese Cloud-basierte Verknüpfung, dass eben zum Beispiel andere Fahrer melden, an der Stelle ist es glatt. Das wird dann auf dein Auto
über die Cloud geladen und wird dir dann der Hinweis gegeben, hier an der Stelle ist glatt oder an der Stelle ist ein Stau und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, okay, also Assistenzsysteme hat sich nicht verbessert. Und dann ein ganz großes Ding, wo ich immer noch sage, warum VW oder warum Cupra kein Head-Up-Display? Also wir haben jetzt dann 2024 schon fast halb rum, ja. Und das Auto gibt es immer noch nicht mit Head-Up-Display. Das ist für mich ein absolutes Rätsel, warum man das Auto nicht mit Head-Up-Display bestellen kann. Das ist schade. Und da gibt es, also es gibt so ein paar Sachen, da bin ich mir ganz sicher, da verliert Cupra Kunden. Ja. Also ja, junge Marke hin oder her, junges Publikum hin oder her, aber da, puh, schade. Also ich hätte es sehr gefeiert. Was das wieder zugekommen ist, ein Sennheiser Audiosystem. Da muss man sagen, da hat man jetzt schon bei anderen Modellen schon mal reinhören dürfen. Und Sennheiser macht ein gutes Audiosystem. Was tatsächlich unter der Abdeckung ist, wird sich zeigen. Wie gut es funktioniert, wird man sehen. Ich erhoffe, ja, jetzt keine Wunder, aber ich muss auch immer noch sagen, ich bin auch mit der Beats zufrieden. Es ist kein Highlight, es ist kein High-End-Audiosystem, aber für das Geld, was man bezahlt hat, ist es für meine Verhältnisse gut. Ja, da stehe ich weiterhin dazu. Wenn jetzt das Sennheiser nicht merklich viel teurer wird und dann noch etwas besser ist, kann ich damit völlig leben. Aber schlechter sollte es nicht werden, wo ich jetzt aber auch nicht von ausgehe. Ja. Dann, was ich ja schon gesagt habe, es wird keinen VZ5 mehr geben. Die Geschichte ist vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon nochmal irgendein Sondermodell geben wird von Cupra Formentor. In welcher Form auch immer, lassen wir uns mal überraschen, aber VZ5, die Geschichte ist wohl durch. Was ich auch noch schade finde, sind die aktuellen Farben. Und da verstehe ich es wieder nicht, man möchte ja eine junge Marke sein, man möchte junges Publikum ansprechen. Und da gibt es dann einfach, allein schon wenn ich mir jetzt anschaue, wie es immer heißt, Mercedes, ja, die Rentnerautos, die haben mehr Farben. Da kannst du dir ein Gelb bestellen, da kannst du dir ein Rot bestellen. Die haben eine ganz andere Farbpalette. Und hier aktuell, wenn ich mal im Konfigurator, also was heißt im Konfigurator, auf der Homepage von Cupra schaue, das ist ja ein Armutszeugnis. Da werden mir gerade 6 Farben angezeigt, ja, und alle irgendwie Ton in Ton. Also man ruht sich da wieder ein bisschen auf die Mattfarben aus, ja. Muss jeder selber wissen, aber meine, eine knallige Farbe. Ein Rot wieder, ja, oder ein cooles Grün oder was weiß ich, ja, Geschmäcker sind ja verschieden, aber die Farben sind wieder so ein bisschen einfallslos. Also ich hoffe, dass da noch was kommt. Und dann allgemein zur Präsentation nochmal zurückzukommen, also fast alle, die da gesprochen haben, haben Turnschuhe getragen, gut, kann ja jeder selber machen, aber man möchte halt so mit Gewalt, wir sind eine hippe, junge Firma oder Unternehmen und wir wollen hippe, junge Leute ansprechen. Aber wenn man dann mal schaut, vor allem wenn ich sehe, was für Leute meine Videos schauen, die sind halt Generation 30 plus, teilweise eher 40 plus. Ja. Und klar, es ist ein cooles, frisches Auto. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, der Livestream hat mir jetzt wenig gegeben. Ja. Viele Selbstbeweihräucherungen hat man ja schon gehabt. Und kam wenig rüber, die Infos im Formentor hat man relativ kurz betrachtet. Man hat sich da so ein bisschen direkt leuchten, da das Emblem angeschaut und vorne, ja, man ist auf den Innenraum, ist man bei der Präsentation kaum eingegangen, also kaum, man hat da mal ganz kurz drüber gesprochen, aber man hat nichts Großartiges gesehen. Wie gesagt, wenn da meine YouTube-Kollegen nichts gemacht hätten, dann würde man da wenig sehen. Und ja, also ich bin meiner Meinung nach mehr enttäuscht wie überrascht vom Auto, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde es schade. Ich dachte erst, okay, wenn der neue rauskommt, vielleicht sollte man gleich zuschlagen. Aber aktuell sehe ich jetzt nicht den Bedarf, das Auto so wie jetzt mit den Infos, die es gibt, zu kaufen. Ja. Vielleicht muss man ihn mal live sehen, wie gesagt. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich glaube, von den Stammkunden, die mittlerweile teilweise ihren zweiten Formentor haben, die sich jetzt ihren dritten einfach so bestellen, das mag ich zu bezweifeln. Preise sind natürlich etwas teurer geworden, im Gegensatz jetzt zum Einsteigermodell zu dem neuen, reden von rund 1.000 Euro, was da teurer geworden ist.
Der 333 PS wird definitiv nicht günstiger sein und das zieht sich halt durch. Also du bezahlst jetzt auch noch mehr fürs Auto. Natürlich wird dann nach einer gewissen Zeit wieder mit Rabatten gelockt, ist ja klar. Ich sehe auch immer mehr Händler, wo Armadas voller Formentors stehen. Ja, ich will jetzt nicht sagen Ladenhüter, aber was auch ein bisschen raussticht, sind sehr viele Hybridmodelle. Ich denke, Leasing hat man damals günstig geworben, Hybridmodell, es war für viele nicht das, wo sie dann gedacht haben und jetzt stehen die Dinger sich die Räder eckig. Also wie gesagt, schaut gerne mal selber, ich bin hier in der Region, immer wieder mal sehe ich Seat oder Cupra-Händler und da stehen ganze Reihen. Du hast vor 2 Jahren nicht ein Auto bekommen auf dem Gebrauchtwagenmarkt und jetzt gefühlt an jeder Ecke. Mobile ist voll, die Preise gehen, du kriegst teilweise VZ5 mit 10 Kilometer auf der Tageszulassung für 45.000 Euro mittlerweile, ja. Ja, weiß ich nicht. Und das neue Facelift wird es da jetzt nicht besser machen. Das war mein kleines Video zum Facelift. Ja, wie gesagt, bin ein bisschen, ja, wie gesagt, bin jetzt nicht so hyped. Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde auch, das Auto wirkt unheimlich hoch auf den Präsentationsbildern. Also, was du vom Auto unten siehst und auch zwischen Rad und Rathaus gefühlt, das Auto bombastisch hoch. Ich denke, das ist ein Fehler, hoffe ich, weil ja, wirkt schon sehr hoch, ja, ist dann schon eher ein SUV. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es kommen jetzt wieder regelmäßig Videos von mir und wenn ich natürlich mal so ein neues Modell in die Finger bekomme, mache ich natürlich dazu ein ausführliches Video und schauen wir mal, was die Zeit bringt. Also, ich sage danke fürs Zuschauen, bis hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und macht's gut. Ciao.